So, herzlich willkommen zur Pressekonferenz zum heutigen Meisterschaftsspiel SV Nierfeld gegen Germania Tevren. Ich darf ganz herzlich begrüßen die beiden Trainer, zu meiner Rechten der Gästetrainer Nico Herzog und zu meiner Linken Achim Zöll. Ja, das Spiel war sehr turbulent. Am Ende haben die Nierfelder mit 3:1 gewonnen. Es gab unheimlich viele Chancen auf beiden Seiten. Ja, vorm Spiel war die Rede von zwei Mannschaften auf Augenhöhe. Ich glaube, das hat sich weitestgehend auch so bewahrheitet und bestätigt. Ja, kommen wir erstmal zu dir, Nico. Wie hast du heute die 90 Minuten erlebt? Wie ist deine Einschätzung vom Spiel? Und ja, wie bewertest du dann auch das Endergebnis, was für euch ja weniger erfreulich dann am Ende war? Ich denke, es war in der ersten Halbzeit ein ziemlich ausgeglichenes Spiel, wobei die letzten 20, 25 Minuten fand ich Nierfeld schon dominant, körperlich präsenter, mehr Druck zum Tor und dementsprechend war das 1-1 für uns, denke ich mal, einigermaßen okay zur Halbzeit. Und habe aber zur Halbzeit schon gesagt, ich glaube, das Spiel geht 2-1 aus, entweder für Nierfeld oder für uns, der erste oder das zweite Tor machen wird ganz klar ein Vorteil sein. Dementsprechend haben wir uns mal wachgerüttelt, weil wie gesagt die letzten 20 Minuten, die ersten Halbzeit für mich ganz klar an Nierfeld ging, vom Druck her, von der Physis her und auch von den zweiten Bällen. Und dementsprechend brannte es bei uns ja bei Eckbällen, Einwürfen in der ersten Halbzeit ein paar Mal. Und haben dann im zweiten Halbzeit, denke ich mal, ein bisschen mehr Druck wegnehmen können und auch ein paar gute Torchancen rausgespielt. Und auch über zweite Bälle Standards. Und ja, hätte mir gewünscht, wir machen das 2-1, weil dann denke ich, hätte es für uns kippen können. Jetzt hat Nierfeld dann das 2-1 gemacht und dementsprechend, ja, wie ich schon Halbzeit vermutet habe, derjenige, der das 2-1 macht, der wird das Spiel auch gewinnen und so ist es dann auch gekommen. Und hätte andersrum laufen können, aber wie gesagt, im Kunstrasenspiel, bei dem schlechten Wetter, war es viel Tempo drin, viele Zweikämpfe, aber keine fiesen Zweikämpfe, viel Dynamik drin von beiden Seiten und beide Mannschaften haben, glaube ich, einen offenen Kampf abgeliefert und für, bin jetzt nicht der Kunstrasenliebhaber, aber für Kunstrasenfußballspiele war fußballerisch, läuferisch, kämpferisch von beiden Mannschaften sehr, sehr stark. Ja, danke für deine Einschätzung. Achim, ich habe es auch so gesehen, sehr, sehr intensives Spiel. Und ich glaube, wir hatten zwei entscheidende Faktoren. Der eine, dass wir einen Knipser haben, der dann auch aus zwei Torchancen wirklich die Dinger macht mit Michael Jansen. Und natürlich einen überragenden Pierre Fromm hinten drin, der wirklich 3-4 Bälle sensationell rausgefischt hat. Ja, was war für dich heute ausschlaggebend neben den zwei genannten Aspekten und wie hast du das Spiel heute erlebt? Ja, okay, zuerst mal schönen guten Tag vor allen Dingen an die Jungs hier von Tevren. Wir kennen uns ja schon viele Jahre. Sind übrigens das jüngste Trinker noch ein Bier, das ist ja auch schön. Ich muss zum Spiel sagen, ich fand, heute haben wir glücklich 3 Punkte geholt. Tevren war absolut auf Augenhöhe. Mir war bewusst, wie schwer das Spiel wurde. Ich hatte mich beim Freschner Trainer informiert und auch beim Rotter Trainer und beim Beko Trainer und weiß halt auch telefoniert. Und physisch ist die Mannschaft, war die ja immer mit vielen großen Leuten bestückt. Und jetzt kommt aber auch noch dazu, Nico hat, glaube ich, da auch die spielerische Akzente reingebracht. Mir war ganz klar bewusst, wie schwer das heute für uns wurde. Und so war es ja auch. Und ich habe die Mannschaft auch gewarnt. Ich dachte, wenn man so ein bisschen in Selbstzufriedenheit geht, kriegst du heute den DFL die Hütte voll. Und wir haben natürlich jetzt eigentlich schon, wir sind voll im Soll mit den Punkten und da hatte ich ein bisschen Angst vorm Spiel. Aber ich glaube schon, die Mannschaft hat heute ein ordentliches Spiel gemacht. Wir haben erste Halbzeit, muss ich dir recht geben, Nico, ich glaube, das war okay, dieses 1-1. Und die zweite Halbzeit haben wir einfach durch einen überragenden Torwart, muss man einfach sagen, die Punkte geholt. Der Fromm ist, ich glaube, zur Zeit, ich glaube, so stark habe ich noch nie gesehen. Wir arbeiten jetzt viele Jahre zusammen, daher natürlich auch einen Dank an den Co-Trainer oder beziehungsweise Torwarttrainer, der natürlich auch da einen riesen Anteil wahrscheinlich dran hat. Der Druck der zwei Torhüter, die dahinter sind, macht vielleicht auch viel aus, aber man muss einfach sagen, Hut ab, er hält uns immer wieder im Spiel. Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und, das habe ich immer vor der Saison gesagt, Michael Jansen darf nicht lange ausfallen, dann kriegen wir Probleme. Er ist der Mann der Tore und das hat sich heute auch wieder bewahrheitet, wenn du so einen Mann vorne drin hast. Wie Tevren mit Back ist ja auch so ein Mann, der immer für 20 Tore in der Saison gut ist.
Und so hatte man den Olten dieses Quäntchen Glück und haben dann die Tore gemacht. Aber grundsätzlich muss ich sagen, wäre unentschieden oder reeller gewesen, sage ich einfach mal. Nur, wir haben zurzeit auch ein bisschen Lauf. Wir haben letzte Woche auch das Quäntchen Glück hinten in der Hand gehabt und sind jetzt mit 18 Punkten absolut voll im Soll. Aber wie gesagt, da werde ich auch diese Woche wieder dran arbeiten. Nicht in Selbstzufriedenheit, sondern weiter ja sehen. Wir wollen jetzt alles versuchen, die 20-Punkte-Marke schnellstmöglich zu knacken mit der Mannschaft. Es kommen viele junge Leute jetzt ran von der Verletzung und so. Die wollen wir jetzt bringen. Und nächste Woche wird ein ganz anderes Spiel in Koschalt auf dem Acker da. Das wird natürlich zuerst mal kein Tor kassieren und dann fußballerisch wird da ein bisschen weniger sein. Kampf ist Trumpf und das ist jetzt schon wieder mein Gedanke für nächste Woche. Danke. Ja, danke, Achim. Nico, nochmal zu euch. Ich habe auch eben mit einigen Zuschauern von euch schon gesprochen. Wir haben das eigentlich alle ähnlich gesehen. Da sind zwei stabile Mannschaften heute auf dem Platz gewesen, die mit dem Abstieg vermutlich nichts zu tun haben werden. Was ist bei euch so die Zielsetzung für die gesamte Saison? Du bist ja auch noch nicht am Anfang der Saison dabei gewesen, sondern jetzt erst im Laufe der Hinrunde hinzugekommen. Wie ist so da die Zielsetzung gewesen, als du neu hinzugekommen bist? Ja, wir haben am 14.07. angefangen. Das heißt, wir sind jetzt gut 3 Monate zusammen und dafür haben wir schon ein paar Schritte gemacht. Ich denke, wir werden in der Winterpause nochmal ein paar Schritte machen, fußballerisch, mannschaftstechnisch. Und ich hoffe und denke auch, dass zwischen Platz 6 und 8, ja, ist meine persönliche Motivation, dahin zu kommen und halte ich auch realistisch. Und wenn man sieht, wenn man als Mannschaft geschlossen auftritt, ja, mir für die Zeit, glaube ich, jetzt schon seit Jahren, dass man in der Klasse sehr, sehr viel erreichen kann, auch wenn einige Mannschaften sich ja teilweise darstellen, Bundesliga-Vereine. Und ich glaube, da arbeiten wir im Amateurbereich ziemlich solide, aber trotzdem ambitioniert. Und ich bin davon überzeugt, wir werden eine sehr, sehr gute Rückrundvorbereitung absolvieren und dann hoffentlich in der Rückrunde ja noch ein paar Prozentpunkte mehr rausholen können. Und dann denke ich mir, dass wir einen guten Mittelfeldplatz belegen können. Und dann schauen wir mal weiter. Ja, drücken wir euch auf jeden Fall die Daumen. Gestatten mir vielleicht noch eine persönliche Frage. Du bist heute hier in Krücken. Was ist passiert? Achillessehnenriss, Alter. Ja, dann wünschen wir dir auf jeden Fall gute Genesung auf dem Weg. Achim, beim letzten Heimspiel haben wir hier gesessen. Da hatten wir, glaube ich, 5 Spiele nicht gewonnen. Jetzt 2 Spiele weiter, 6 Punkte auf der Habenseite, so schnell wendet sich das Blatt im Fußball. Du hast aber, ich kann mich erinnern, vor 2 Wochen eigentlich einen ruhigen Eindruck gemacht, weil du gesagt hast, die Mannschaft spielt trotzdem stabil, trotz der Ergebniskrise, also keine spielerische Krise, sondern Ergebniskrise. Siehst du dich jetzt komplett bestätigt in deiner Einschätzung, nehme ich an? Ja, ich habe Freitag das Abschlusstraining mit Co-Trainer analysiert und beide waren der Meinung, die Mannschaft spielt gut. Freitag war Schwerpunkt nochmal schieben, wir haben dann 7-7 gespielt, sage ich mal, und dann siehst du einfach, die Mannschaft ist stabil, die ist weiter wie letzte Saison. Da haben sich einige Spieler weiterentwickelt, da ist kein Spieler drin, der eine Spielform kaputt macht. Und ja, wir können hier kontinuierlich gut arbeiten, haben im Hintergrund mit einem top-sportlichen Leiter, der da die Fäden zieht und macht und tut, Ruhe bei unserer Arbeit und ich glaube, das tut uns auch zurzeit gut einfach. Und so habe ich das einfach eingeschätzt auch und mir war auch klar, dass wir auch die Punkte wiederholen, weil das jetzt so gut läuft, kann man da nie einschätzen. Aber mir ist schon bewusst, dass wir in der Breite stärker sind und dass wir mit der mannschaftlichen Geschlossenheit auch die nötigen Punkte holen. Ja, es macht auf jeden Fall im Moment unheimlich Spaß zuzuschauen, kann man eindeutig so sagen. Ja, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Bedanke mich natürlich auch bei den Gästen. Wünsche euch insbesondere noch eine gute Heimfahrt. Ihr habt noch ein paar Kilometer vor euch. Danke auch an die beiden Trainer. Ja, wünsche weiterhin viel Erfolg und dann geht's Anfang Dezember hier mit dem nächsten Heimspiel dann weiter. Bis dahin, macht's gut, schönen Sonntagabend noch. Danke.